hat. Und ja, King of the Ring ist fertig. TBG-Belohnung ist am Start. Und wir sind mitten in der Ring-Domination. Darum würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Es hat sich auch ein bisschen was getan. Gucken wir mal hier. Ich habe zwar Seth noch nicht gebroht. Was hat er denn gerade so lahm? Aber ich habe die anderen Monsterkarten schon gebrot. Heißt, wir ziehen einfach mal ganz kurz rüber. Hallo. Okay, also ihr seht's. Ihr seht's. Ah, jetzt reagiert er wieder, wie ich will. Außer Lana ist noch nicht voll trainiert. Aber die anderen, der zweite Miss. Chinder ist fertig. Also alles am Start. Und wenn wir mal hier auf Titan hüpfen. Da ist auch eine neue Karte dazu gezogen. Ganz frisch von Bord gezogen. Und noch ganz hinten, also Roman Reigns, ihr seht, ich habe ihn fertig mit der RTG. Das stimmt gar nicht, mit der RD-Titan-Karte. Und Jinder Mahal habe ich gezogen vom Bord. Bin jetzt kein Jinder-Fan, aber die Karte zu haben ist sehr nice. Und hier bei Seth dürfte mir noch ein, zwei... Nö. Gar nichts mehr fehlen. Ja, warte, dann machen wir das doch mal. Trainieren wir. Und nicht Verbesserung. Dann können wir den nämlich direkt kombinieren. Und ich möchte hier eine WrestleMania-Karte reinstecken. Ich bin hier gerade an meinen alten Event-Pros, an denen ich noch irgendwie festgehangen habe. Was ist denn so lahm? So, 65... Jetzt würde ich fast sagen, stecken wir den auch noch rein. Sonst habe ich nämlich nichts mehr. Dass wir ihn jetzt brohen können. Und dann seid ihr dabei beim ersten Titan Pro, den ich bekomme. Ich bin echt gespannt, wie sie es das nächste Mal mit den Dots machen werden. Mit der neuen Kartenstufe. So, jetzt nochmal checken. 40, 40, 40, 40, 20. Ich verstehe gar nicht, warum er so lang ist. Warten. Ach so. Darum ist er so langsam. Warten auf Netzwerk. Ihr seht meine Begeisterung. Ich mach doch nichts. Es läuft nichts im Hintergrund. Supercard, du gehst mir auf den Senkel. Komm. Ich will doch nur Dots vergeben. Ja, na gut, dann gucken wir mal. Letztes Money. Letzte TBG-Belohnung habe ich eine Titan gezogen. Das war ja, glaube ich, Seth, den ich brohen konnte. Jetzt bin ich gespannt, was heute drin ist. Wäre natürlich cool, wenn ich wieder ein Pro ziehen würde, ein Titan Pro. Titelgürtel werden poliert. Ich poliere auch gleich was. So. Oh, und die Fusion ist abgeschlossen. Warte, machen wir die doch erst auf, wenn wir gerade hier sehen. Meine Titan-Fusion. Und dann kann ich mich mal hier an das Samengedöns machen. Aber ich habe bisher nur Samen gezogen. Ich habe es aber auch tatsächlich mir noch nicht angeguckt, was ich machen muss. Darum machen wir erstmal Fusion abgeschlossen. Nehmen die Titan-Karte mit. Ich bin gespannt. Ich gebe viele Karten, die ich gerne hätte. Oh, und genau die hätte ich am liebsten. Oh. Coole Undertaker, er kommt gerade zu mir. Coole Undertaker-Karte, cooles Bild. Ah, sehr, sehr nett. Finde ich klasse, freut mich sehr. Jetzt hätte ich da gern nur noch einen Pro raus. Aber jetzt lassen wir hier die Fusion erstmal und gucken, was wir hier... Ach, hier tue ich nur Samen rein. Hups. Falsche Knopf. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samen. Und das heißt, die muss ich entloggen. Das finde ich ein bisschen doof, weil in meinem Wegtrainiermodus habe ich mit Sicherheit schon ein paar weggetrainiert. So, was haben wir gesagt? 8 Stück. 1, 2, 3, 4. Hey, das gibt's doch nicht. 5. Ich frage mich auch, wie man so RD spielen soll. Und ich mache ja nichts. Es ist ja nicht so...
Ich weiß nicht, manchmal zickt es so bei mir rum. 6, 7, 8. Ich mache nochmal einen 9., weil nicht, dass ich mich vergezählt habe. Und dann können wir hier die Fusion schon mal starten. Dauert 30 Minuten. 1, 2, 3, 4. Nee, das möchte ich nicht tauschen oder entfernen. Na gut, dass ich den einen nochmal Mitte zugemacht habe. So, starten. Und ich bin gespannt, was da dabei rumkommt. Jetzt irgendwie die Teile, aber dann brauche ich ja noch viel mehr von den Samen. Wow. Gucken wir mal. Ich spiele fleißig weiter. Ich bin sehr gespannt. So, King of the Ring beendet. Wenn wir gerade da sind, dann nehmen wir den auch mit. Du bist ausgeschieden. Ja, aber ich bin im Finale ausgeschieden. Ist noch ein Monster. King of the Ring. Belohnung wird eingefordert. Wir fahren direkt nach Persönlichkeit. Eddie klingelt gerade an, dass die Karte rausgegeben wird. Irgendwie ist meine Geduld heute am Netzwerkwartung. Ja, war ja klar. Toll, jetzt werden wir nie sehen, was es ist, weil man kriegt eine Monster oder eine Beast. Sorry, Leute. Jetzt habe ich schon angefangen, Sachen zu machen. Darum will ich es jetzt nicht irgendwie abbrechen und warten, bis es vielleicht in der Stunde dann besser läuft. Ringe. Ach nee, Ring wird vorbereitet, Haare werden geölt. Und die Titelgürtel poliert. Achso, nee, King of the Ring beendet. Ja, also ich bin leider im Finale rausgeflogen, aber ich meine, King of the Ring, wenn man den unter seiner Stufe spielt, lohnt sich fast nicht. Wir gehen mal auf meine Karten und kombinierbar. Ihr seht schon. Genau, die habe ich noch alle vor mir. No Way Rosé können wir jetzt proen fürs Bild. Danke, dass es auch mal weitergeht. Dann habe ich eine Tamina gezogen. Die können wir proen fürs Bild. Und dann ist der Monster Seth. Der braucht noch ein bisschen. Und auch wieder Almas. Der braucht noch eine ganze Ecke. Und hier Seth. Da wollten wir ja gucken. Genau. Bei beiden Karten die gleiche Werte. Den einen hatten wir schon gecheckt. Wir checken einfach nur nochmal den anderen. Das heißt, dass sie beide passen. Sehr schön. Und hier kommt mein erster Titan Pro. Ah, das Team wird sich freuen. Erster Titan Pro und natürlich kommt ja nachher noch The Mist dazu. Das heißt, mein Deck wird so langsam. Wir gehen nochmal in den Deck-Editor. Wird logischerweise hier dann als die beste Karte drin sein. Wenn ich mal ins RTG-Deck gehe, da ist er da schon drin. Springt natürlich nach da und Mist springt auch nach da. Heißt, ab jetzt ist meine schlechteste Karte eine Monster. Pro, naja, gut, die Diva noch. Ich bin am Überlegen, ob ich mir noch für die Money in the Bank Diva spiele. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir erst ein Match Ring Domination und dann packen wir die TBG-Belohnung aus. Ja, wie gesagt, kann ja Beast Beast Monster sein. Cool wäre Titan. Eigentlich ist mir schon fast egal, ob dann zwei Monster mit rausspringen oder nicht. Oh, Kacke, jetzt habe ich den hier noch drin. Ich hatte ja den ersten Seth zum Trainieren drinne. Ich meine, schadet hier auch nicht. Er ist immer noch die schlechteste Karte, aber genau, dann kriege ich wahrscheinlich mehr Titan pro Gegner. Gucken wir mal. Pfeil nach unten haben wir nur den dabei. Ich mach schon was aus. Ich hatte ihn halt als 20.000er Karte drin. Okay, das ist nett. Den nehmen wir auch so mit.
Die Karte habe ich gerade wegtrainiert. War eine schöne. War halt cool, weil es auch mal was anderes war. Es war nicht so in dem Trott jede Eventkarte gleich, sondern sie haben bei ihm eine eigene Karte gemacht. Fand ich gut. Sollten sie öfter das machen. Noch eine Titan Pro Karte. Ich habe jetzt drei Karten. Ich mache mal das so. Jetzt hoffe ich nicht, dass er mit noch. Doch, er kommt mit noch einer Titan. Sogar ein Undertaker mit dem alten Bild. Aber wir brauchen es nicht. Wir haben das Ding gewonnen. Wurde zwar irgendwie eng. So, 12 Picks, weil ich letztes Mal ins Training reingelaufen bin oder ins Kartenlimit. Ich habe schon 17 Teile gefunden. Das heißt, die erste Runde kriege ich heute am Sonntagvormittag gemütlich fertig, würde ich mal sagen. Inwieweit ich mich noch in die zweite Runde wage, weiß ich nicht. Die Titan-Karte ist einfach zu weit weg für mich. So, wir haben noch 6 Teile übrig. 3 Picks. Oh, einen neuen Samen. Und dann kriegen wir nichts, aber den Samen locke ich gleich mal. Sonst werde ich den mit Sicherheit versehentlich wegtrainieren. Verbesserungen. Guck mal, so eine zweite Fusionsrunde kann ich tatsächlich anschmeißen. 2, 4, 6, 8, 9 Stück habe ich noch. Okay, super. Ist noch das St. Patrick's Day Ding drin? Das Glück der Iren. Selten bis Titan. Hier können wir auch mal vielleicht drei aufmachen. Also ich weiß, dass ich nur drei seltene kriege und darum würde ich auch nie jemand empfehlen, so Packs zu machen. Aber einfach Spaß, hupsa, Spaß des Videos halber. Wo steht denn die Zeit? 12 Minuten. Heißt, wir machen TBG-Pack und die drei und drei St. Patrick's Days Packs auf. Schon wieder eins zu viel zurückgegangen. Tische werden bereitgestellt und diesmal drücken wir den richtigen Knopf. Also TBG-Belohnung. Ich würde mich freuen, wenn was rauskommt, was wir proben können. Auch eine Monster-Diva, die ich proben kann. Dann hätte ich nämlich die eine Single Titan raus. Wäre nice. Natürlich wäre eine Titan-Diva noch netter. Daumen drücken, durchatmen und keine Monster dabei. AJ Styles habe ich noch nie. Gibt ein neues Bild. Den gibt es gerade zu kaufen für die CPs, also die Credits da. Roman Reigns. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht als Monster. Hier die Battle Points und noch eine Monsterkarte hinterher. Nochmal ein AJ Styles. Da können wir mal gucken, wie viele Battle Points wir haben. 27k. Aber ich werde trotzdem sparen, weil ich denke, dass es hier dann mindestens mal eine Titan-Karte geben wird, weil dann die neue Season schon da ist. Und wenn die dann, hier sind immer so 2000er Sprünge, wenn die dann 17.000 kostet, kann ich mir vielleicht schon zwei leisten. Darum hier spare ich. Ach, schon wieder verklickt. Ich bin noch. Es ist irgendwie 9:30 Uhr. Ich weiß auch nicht, warum ich um die Uhrzeit Video mache. Aber so. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier im Proben können. Kombinierbar. Den Beast AJ Styles machen wir auch fürs Bild. Also fürs Bild für die 2763. Karte. Und den ganzen Krempel müssen wir dann wegtrainieren. Und jetzt geht es. Was wollten wir machen? Ah ja, St. Patrick's Day. Hallo, nicht hier, sondern hier. Also, ich hole mir meine drei seltenen Karten ab. Was anderes wird es nicht sein, wenn man es überhaupt dreimal aufmachen kann. Eine ultra seltene. Also, wer hier wahrscheinlich aus so einem Monster-Pack eine Titan zieht. Oh, Survivor, wir steigern uns.
Muss schon ein dreckiger Lacker sein. Eigentlich will ich nur zeigen, dass so ein Pack sich nicht lohnt. Mit Sicherheit haben andere Leute 10 aufgemacht und haben dann eine Titan rausgekriegt oder so. Aber 5. Ich hatte 3 gesagt, gell? Jetzt habe ich 5 aufgemacht. Aber ihr seht, 5-mal Schrott. Kredit sparen, lieber selbst spielen. Im Moment ärgere ich mich auch gerade. Oh, guck mal, hier kann man auch die Samen und das Gedöns kaufen. Ja, nun ja. Gucken wir mal. Brauchen wir nicht. Wir farmen selbst. Und dann war es das auch schon für heute. Was ist passiert? Eigentlich nicht so viel Spannendes, gell? Aber was ich noch zum guten Schluss sagen will, falls noch einer zuguckt, ich bin gerade im Umziehen, darum wenig Videos, wenig Streams. Dienstag und Donnerstag mache ich auf jeden Fall. Darüber hinaus schaffe ich es einfach nicht. Wir müssen hier räumen und renovieren, in der neuen Wohnung räumen und renovieren. Gestern groß im IKEA gewesen. Bisschen viel große Sachen gekauft und dann hoch und runter geschleppt. Darum bin ich durch, aber das Mindestprogramm wird es kommen. Zum neuen Kartenstufe bin ich auch am Start. Gucken wir mal, wann es jetzt wirklich sein wird. Darum sage ich danke und wir sehen uns. Macht's gut, meine Freunde.